Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Crusader Kings 3. In der letzten Folge, ja, wurde uns heimtückisch und hinterlistig der Krieg erklärt. Und zwar von unserem Nachbarn Yamtaland. Und ja, er hat auch einen, oder Yamtaland hat auch einen sehr, sehr starken Verbündeten zu. Jetzt muss ich kurz gucken. Das war genau richtig. Zu unserem Süden, nämlich das Jarltum Uppland. Und ja, wir haben eine erste und vermutlich eine der entscheidendsten Schlachten verloren. Ja, es stand ungefähr gleich. Wir haben auf heimischem Boden gekämpft und trotzdem konnten sie uns schlagen. Ihr seht's, unsere Armee und die Armee unseres Verbündeten sind auf der Flucht. Ja. Wir haben auch in der letzten Folge noch ein Bündnis mit Sogen geschlossen, weil das war das Einzigste, was uns irgendwie hätte nützen können. Ja, sie haben knapp über 1000 Mann dazu beigesteuert und trotzdem hat es nicht gereicht. Das Ziel dieses Krieges ist Brandheime. Und ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Okay, Championeske. Übung, ein Blick vom Hügel. Prolof. Porolfe schaut auf die Schlammfelder am Fuß des Hügels hinab. Die können als Umriss einer feindlichen Armee dienen, sagt er. Moment, das ist ein einfacher Champion von uns. Okay. Ich informiere meine Champions, als ich ihre Kampfreihe inspiziere und bereite sie auf das bevorstehende, auf die bevorstehende Strategie vor. Okay. Ich sollte einen diagonalen Schnitt machen und die Champions in die Flanke führen. Oder einfach Attacke. Gucken wir mal, wie würde er reagieren. Er ist kein sehr großes strategisches Genie. Aber dafür hat man ja schließlich auch seinen Ratsmarschall. Und der hat schon bedeutend höhere Kenntnisse als wir. Bedeutend bessere Kenntnisse. Und ich kann mir vorstellen. Wir sind bescheiden, faul und gerecht. Ja, ich glaube, da würde man auf seinen Ratsmarschall hören. Die Entscheidung, die werden wir wahrscheinlich nicht mal unbedingt selber treffen. Wofür hat man sonst einen Ratsmarschall? Ich glaube, dann werden wir das hier machen und bekommen dafür noch einen Kriegsführungslebenswandel. Sehr schön. Und es geht aber noch weiter. Übung, ein präziser Stoß. Das Donnern der Hufe, das mich umgibt, die Schreie der berittenen Krieger, ihr unaufhaltsamer Ansturm. Ich reite an ihrer Spitze und es fühlt sich an, als wäre ich die Speerspitze einer Naturgewalt. Diese Gewalt kann ich jedoch dirigieren. Sie regiert auf jeden Befehl, ich lenke sie wie ein Teil von mir. Als ich in die Flanke einer imaginären Armee presche, halten sich meine Champions immer an meinen Plan und ich weiß, dass man so einen Feind komplett vernichten kann. So wird sich der Rausch des Sieges anfühlen. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir den Punkt einfügen. Entweder Hof machen oder niemals aufgeben. Verbündete Todesverlust minus 20, Vorteil plus 5. Oder Hof machen. Liebesdinge durchbrennen. Liebesdinge Komplott und durchbrennen. Komplott, Erfolgschance jeweils plus 30%. Ja. Niemals aufgeben würde uns jetzt gerade auf jeden Fall helfen. Wenn er diese Eigenschaft bekäme. Dann nehmen wir niemals aufgeben. Ich denke, das passt uns gerade deutlich besser. Okay. Gut, dann haben wir das. Und ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie das hier weitergeht. Ich sehe es tatsächlich so kommen, dass wir diesen Krieg verlieren und Brandheime an Yamtaland geht. Da wird auch unser neu gewonnener Verbündeter leider nichts mehr ändern können. Ja, und da ist Nidaros schon verloren. Jetzt haben sie schon. Ist das der Krieg? Ja, jetzt haben sie schon plus 68. Nee, Quatsch, das war nicht der Krieg. Der hier ist das. Jetzt haben sie plus 40. Ja. Wo marschieren sie als nächstes hin?
nach Mairi. Oder Mairi. Silus Schweden ist in Jamtaland. Ah, okay, Schweden führt einen Krieg gegen ein Häuptlingstum von Jamta. Herdale. Auch interessant. Ist für uns leider nicht ganz so wichtig. Kommt hier die nächste Schlacht schon? Nee, okay, schade. Ich hätte jetzt gerade ehrlich gesagt gedacht, wenn Schweden gegen den Häuptling von Herdal im Kampf ist, dann müsste Jamtaland ja zumindest als hellorangene feindliche Armee für Schweden gelten. Na gut, falsch gedacht. Schade. Naja gut, okay. Ja, was machen wir? Wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder ein Stück weiter Richtung Süden. Die ziehen hier hin. Ich glaube, dann können wir dorthin schwimmen oder fahren mit den Schiffen. Und wer bekommt 20 Meinung von uns? Nee. Ach, unsere Frau. Okay. Ja, Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich gar nicht gut aus. Das Einzige, was wir vielleicht tun könnten, ist, während die hier belagern, dass wir zu ihrer Hauptstadt gehen und diese belagern und mit ein wenig Glück, Leute, könnten wir dann jemanden gefangen nehmen, der wirklich kriegsentscheidend ist und wir sofort auf die 100% kommen. Ich meine, so viel Glück muss man erstmal haben. Was haben die für eine Festungsstufe 2? Also das würde ungefähr 7 Monate dauern, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja. Das werden wir zumindest probieren. Na, viele andere Möglichkeiten haben wir jetzt, glaube ich, leider nicht. Na, schlucken Sie den Braten? Sieht so aus. Sie kommen mit Ihren 2000 Mann zu uns. Hier hätten wir Hügelverteidigung. Wenn sie uns jetzt angreifen, könnten wir einen ziemlich starken Bonus bekommen. Vielleicht warten wir dann jetzt einfach mal hier und schauen, ob sie wirklich kommen. Ah, es wäre schön, wenn wir wenigstens hier diese Fraktion langsam mal, oder diese Fraktionen langsam mal, ja, abwenden könnten. Ich weiß auch gar nicht, er hat einen Ratsposten, er hat eine ziemlich gute Meinung von uns. Er pocht weiterhin auf seine Unabhängigkeit, die er unbedingt haben möchte. Weil man kann ihn ja auch verstehen irgendwo, er ist der Bruder des vorherigen Jarls. Oder? Genau. Ja. Und sie kommen tatsächlich. Und es wird eine entscheidende Niederlage. Leute, ich bin. Und vor allen Dingen, kommen ja gerade mal die 1300. Die 900 sind ja. Oder werden die schon dazugezählt? Ja, scheint so. Mehr Truppen. Ein besserer Armeebefehlshaber. Ach Leute, ich verstehe es nicht. Können wir den. Haben wir vielleicht jemanden? Ja, hier, unseren Onkel. Wir könnten das auch selber machen. Moment, jetzt komme ich hier vielleicht gerade mit den Fahnen zurecht.
Die mit der Axt in der Fahne ist Yamtaland. Ja, und sie haben trotzdem noch einen besseren Armeebefehlshaber, obwohl wir jetzt hier den 24er haben. Was haben die denn dort für einen Mann? 29er. Okay, verstehe. Ja, Leute, wollen wir es probieren? Ich bin mir da jetzt gerade unsicher. Letztes Mal haben wir uns da auch extrem vertan. Wir haben mehr Kriegsvorkonter, wir haben eine bessere Verteidigung, wir haben eine ziemlich gute Verteidigungsposition. Wir haben eine höhere Güte. Sie haben schlicht und ergreifend mehr Truppen und mehr und vor allen Dingen bessere Armeebefehlshaber. Gucken wir uns mal, was ist da denn? Ein 7er. Das ist nur ein 7er, Leute. Was ist mit unseren Verbündeten? Ein 10er. Können wir uns überhaupt noch wegbewegen? Ja, könnten wir. Aber ich glaube, viel besser kann die Situation gar nicht werden. Wir haben die Ver Ich meine, eine bessere Position und besser wird's nicht. Wir könnten. Ja, wir können uns auch gar kein Kriegsvolk mehr leisten. Wir haben schon so viel, wie es geht, oder? Könnten wir noch was. Ja gut, wir könnten noch Leichtes holen. Das würde 0,2 kosten. Das machen wir dann jetzt einfach mal. Auch wenn das bei dieser Schlacht natürlich jetzt nichts hilft. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben nichts zu verlieren. Vielleicht klappt es. Okay, Forderung des Anspruchstellers. Das Recht in Halogaland zu herrschen steht nach Gottes Gnadentum mir zu. Endlich habe ich die Mittel, es durchzusetzen. Nimm diese Forderung friedfertig hin, sonst erzwinge ich sie mit Gewalt. Och nein, Leute. Dann haben wir jetzt hier sogar noch einen Unabhängigkeitskrieg, wenn wir das jetzt hier ablehnen würden. Wer ist das jetzt? Das ist tatsächlich er. Über diesen Mann haben wir gerade eben noch geredet. Erhält Jarltum von Halogaland, erhält Häuptlingstum von Lofotre. Also der. Moment. Dann bekommt er ja quasi alles, oder verstehe ich das jetzt falsch? Wenn wir ihm das. Moment. Das Jarltum von Halogaland. Also dieses Jarltum hier. Und das Häuptlingstum von Lofotre. Das ist das hier. Ja. Eieieiei. Okay. Wie hoch sind diese Chancen, dass wir neben diesem Krieg hier den hier auch noch gewinnen? Also die Chancen sind quasi nicht existent. Ich frage mich nur, was passiert, wenn wir das jetzt annehmen? Haben wir das Spiel dann verloren? Letzten Endes haben wir dann ja Jarltum von Prenderlöck. Das haben wir ja noch, aber das wird uns ja quasi auch gerade abgenommen. Oder der Krieg hat zum Ziel Brandheime. Das heißt, wir hätten dann nur noch eine Provinz, Maeri. Und unsere Armee wird dementsprechend vermutlich dann auch gigantisch schrumpfen. Ich meine, was hätten wir dann noch an Stärke? Na? Oh, da ist ein Bauernaufstand? Oh, Leute, das sehe ich ja auch jetzt erst. Dann ist hier auch noch ein Bauernaufstand. Und die gewinnen sogar. Der hat nur noch 28 Mann übrig. Der wurde schon geschlagen.
Ja, jetzt, das ist ein. Jetzt kommt alles auf einmal. Jetzt kommt wirklich alles auf einmal. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Okay. Ja, wir sind bescheiden, faul und gerecht und melancholisch. Ja, in so einer Situation kann man tatsächlich nur melancholisch werden. Gehen wir das jetzt mal ganz, ganz sachlich durch. Erstmal ohne die RPG-Elemente, sondern einfach, ja, strategisch gedacht. Unsere Armee steht hier in einer relativ guten Verteidigungsposition, wird aber höchstwahrscheinlich von der kommenden Armee geschlagen. Unsere Armee wird wohin fliehen? Vermutlich nach Norden in die Hauptstadt. So, wenn wir das hier ablehnen, wird er auch eine Armee ausheben, die ja vermutlich um die 700 Mann stark ist. Unsere grundsätzliche Armee hat aber auch 650, 750 Mann. Also wir sind denen gerade mal ebenbürtig. Das heißt, wenn der auch nach oben marschieren würde und unsere Armee abfängt, wären wir komplett geschlagen. Und dann haben wir nicht mal eine Fluchtmöglichkeit, weil, wenn wir auch zur See gehen würden, also von hier oben mit in die Schiffe steigen würden, hier unten anlanden würden, würde die Armee uns vermutlich auch schlagen, weil wir nämlich einen Malus haben, dadurch, dass wir die Schiffe bestiegen haben. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir bei unserem Verbündeten Sogen an Land gehen, nach Norden marschieren, diese Bauern schlagen. Ja, und dann haben wir den Bauernaufstand unterdrückt. Aber die Armee können wir trotzdem nicht besiegen. Das heißt, im Endeffekt, selbst wenn man es richtig machen würde, also wirklich ernst an die Sache rangehen würde, selbst dann sind die Chancen, dass man mehr als die Provinz Maeri behält, äußerst gering. Ja, und wenn wir jetzt noch den Rollenspielaspekt dazu nehmen. Ich meine, Jalbard ist nicht dumm, aber er ist. Ja, wie würde man in so einer Situation reagieren als bescheidener und fauler, aber gerechter Mensch? Und dann ist er auch noch melancholisch, das heißt, er hat möglicherweise krasse Depressionen und verkriecht sich den ganzen Tag nur, ich weiß nicht, im Bett oder. Und wie würde seine Frau reagieren? Sie ist paranoid und würde ihn anschreien und sagen, ich hab's dir doch gesagt. Und mit ihrem Zorn würde sie dann auf den Tisch hauen und würde wahrscheinlich komplett entrüstet die ganze Wohnung, das ganze Zimmer auseinanderräumen, weil alles, was sie im Leben erreichen wollte, quasi gerade flöten geht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er gerade durch seine Melancholie verzweifelt in der Ecke sitzen würde, einfach nur und nicht wüsste, was er tun sollte. Genauso wenig wie ich jetzt gerade. Mit dem bescheidenen Unterschied, dass ich nicht melancholisch bin. Okay. Naja, Leute. Wir können auch nicht mal wirklich einen weiteren Verbündeten in den Krieg rufen, weil Jorvik echt Probleme hat. Wir sehen es, seine Armee wird gerade schon wieder geschlagen. Oder der klägliche Rest seiner Armee. Der wird uns. Was soll der uns wie helfen? Ein weiteres Bündnis können wir auch nicht schmieden, weil wir keine Kinder mehr haben. Und wir können nicht. Ja gut, wir können ihm den Frieden anbieten. Selbst einen weißen Frieden wird er nicht annehmen, nur die Kapitulation.
Nee, hier auch nicht. Und Schweden, ja, das ging immer noch nicht. Wir können ihnen nur den Kriegsbeitritt anbieten, damit hätten wir auch nichts gewonnen. Ja, Bündnis aushandeln, minus 61. Ja, Leute. Also ich sehe jetzt in dieser Situation eine Möglichkeit. Ich habe gerade den Würfel schon wieder in der Hand. Und diese Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir, ja, nochmal unserer Frau eine 50-prozentige, vielleicht eine letzte 50-prozentige Chance geben, unseren Mann nochmal dazu bewegen, alles dem Feind entgegenzuwerfen, was er hat. Ja, quasi das letzte Gefecht zu führen. Und vielleicht ist ja, es gibt ja noch Hoffnung. Es ist ja nicht so, als wenn wir das Spiel schon längst verloren hätten. Es gibt noch Hoffnung. Ich meine, noch haben wir Freunde, auch wenn sie nicht ganz so stark sind. Aber wir stehen nicht allein. Es könnte schlimmer sein. Okay, ich werde den Würfel jetzt nochmal würfeln. Und wenn wir eine 1 bis 3 würfeln, werden wir ihm sagen, dass wir uns nicht drohen lassen und werden versuchen, ihm so kräftig wie möglich in den Hintern zu treten. Sei es von Erfolg gekrönt oder nicht. Und natürlich werden wir dann auch gegen diesen Bauernaufstand vorgehen und wir werden dann aber in diesem Moment diese Armee hier zurückziehen. Denn diese Schlacht können wir uns dann nicht erlauben. Wir dürfen diese Männer dann nicht verlieren. Nochmal kurz prüfen. Können wir dann eigentlich noch weg? Nein, das geht schon nicht mehr. Alles klar. Da haben wir zu lange gezögert. Nicht schlimm, ist jetzt so. Okay, und wenn ich eine 4 bis 6 würfel, wird er seine Ländereien bekommen. Wir werden diese Schlacht trotzdem führen müssen. Werden dann aber zusehen, dass wir diese Bauern hier noch besiegen, damit wir hier wenigstens, ja, noch Meri besitzen. Okay, Leute. Jetzt ist mir der noch vom Tisch gefallen. Ups, entschuldigt, jetzt muss ich nochmal würfeln. Das zählt nicht. Okay, wir würfeln eine 3. Das heißt, wir lassen uns nicht drohen. Okay, jetzt geht's los. Vermutlich werden wir jetzt tierisch auf die Mütze bekommen. Aber das ist dann der Lauf der Dinge. Unsere Frau hat uns ein letztes Mal beeinflusst, Alfhildre. Und ja. Alles klar. Ich lasse mich nicht drohen. Mach nochmal Pause. Und wir haben sogar einen leeren Ratsposten. Ach so, das ist wegen ihm dann jetzt. Den sollten wir vielleicht. Andererseits, der ist ja gar nicht mal so wichtig. Aber wir haben hier noch einen 15er. Dann weisen wir sie einfach mal zu. Und ja. Da ist es schon passiert. Er hat uns direkt den Krieg erklärt. Und wir haben auch Fahnenflüchtlinge. 73 Aufgebote aus Häuptling Hörke lösen sich wegen dem Bürgerkrieg auf. Alles klar. Also, das sind 73 Mann, die jetzt hier fehlen, die er für seine Armee wieder rausgeholt hat aus unserer. Ah, ja. Leute, Leute, Leute. Gut. Nee, wir kommen hier nicht mehr weg. Okay, dann müssen wir diese Schlacht jetzt schlagen. Nützt nichts. Und es tritt sogar noch jemand diesem Krieg bei. Moment. Okay, Leute, alles klar. Da sind jetzt nochmal 1300 Mann von Jarl Klaas Björnsson von. Nee, stimmt gar nicht. 1000, doch 1200 Mann, aber von Oberhäuptling Vigo mit in den Krieg gekommen. Ja, wir haben quasi alle unsere Nachbarn, bis auf Sogn, der unser Verbündeter ist, und Häuptling Rögnvaldr gegen uns. Okay. Gut, jetzt gucken wir uns erstmal diese Schlacht hier an. Das kriegen wir ja richtig auf die Mütze. Das ist ja fast schon traurig. Okay, die brauchen noch 7 Monate, bis sie das belagert haben. Und die Schlacht beginnt schon. So. Warum?
Das ist er jetzt der Befehlshaber, weil er die meisten Männer hat? Können wir das noch ändern? Habe ich da jetzt vergessen, irgendwas einzustellen? Nee. Naja, gut, okay. Ich meine. Unsere Champions sterben auch. Und Moment, ist da jetzt noch jemand in den Krieg eingetreten? Wer ist denn das jetzt? Jarltum vom Bergslagen? Okay, der ist jetzt auch noch bei unserem ja, Onkel mit eingetreten. Bergslagen, es sieht schon ziemlich mächtig aus. Ja, 1200 Mann haben die auch noch. Okay. Ein weiterer leerer Ratsposten. Und da ist es passiert, wir wurden geschlagen. Wir haben 200, nee, 507 Mann verloren. Ich bin jetzt die ganze Zeit noch am Überlegen, was hat das denn ausgelöst? Gab es jetzt irgendeinen Trigger, den wir selbst ausgelöst haben oder der, ja, durch irgendeine insgesamte Situation ausgelöst wurde? War es vielleicht, dass unsere Armee so vernichtend geschlagen wurde bei Jorvik? Oder war es einfach nur ein Wink des Schicksals, dass Yamtaland einfach nur, ja, vielleicht haben die wirklich einfach nur unsere Schwäche ausgenutzt, weil unsere Armee gerade so am Boden war. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Und wo schiffen wir jetzt aus? Hier. Ja, okay. Da sind wir natürlich jetzt sofort unserem Onkel in die Arme gelaufen. Und ich nehme an, dass unsere Armee jetzt komplett auseinandergenommen wird hier. Bitte was? Das haben wir sogar noch gewonnen? Okay. Das ist natürlich krass. Wie konnten wir das jetzt? Wir hatten diesen Verschiffungsmalus. Zumindest gehe ich davon aus. Oder hat man den nicht, wenn die Armeen fliehen? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht, weil sonst müsste er ja noch da sein. Na, jedenfalls haben wir ihn jetzt besiegt. Das gibt uns, naja, eigentlich kaum Luft. Ist eigentlich relativ unwichtig, wenn man sich das hier mal so anguckt. Unsere Ländereien sind, ja, einfach überrannt. Krass. Okay. Ja, was machen wir jetzt mit unseren 300 Mann? Was ist mit ihnen? Kommen sie uns nochmal entgegen? Sie verschiffen schon. Ja. Der Bauernaufstand wird gerade von unserem Feind niedergemetzelt. Okay. Bleibt natürlich die Frage, ob die dann sich auch dadurch komplett auflösen. Ja, alles klar. Der Bauernaufstand hat sich somit auch schon mal erledigt. Ist wenigstens das kleinste Problem schon mal aus der Welt. Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Sie kommen uns tatsächlich nochmal entgegen. Wie viel Mann haben wir denn jetzt? Noch 584 insgesamt. Und Mary wird jetzt belagert. Ja, ich meine, wir müssen nochmal darunter. Wir können ja jetzt nicht einfach hier das alles passieren lassen, ohne dass wir uns wehren. Das geht ja auch nicht. Okay, können wir ihn möglicherweise jetzt nochmal schlagen? Und die Prognose ist gar nicht mal gut. Okay. Dann lassen wir es jetzt einfach geschehen.
Schauen wir uns das mal an. 600 Mann. Warum die Prognose jetzt auf einmal so schlecht ist. Er hat mehr Truppen? Moment, das ist aber ein Fehler. Na, jetzt gucken wir mal. Moment, Sogen kämpft nicht mit. Na klar, Sogen ist ja auch gar nicht im Krieg gegen ihn. Okay. Können wir sie noch in diesen Krieg holen? In den Krieg rufen? Das wäre dieser. Sie nehmen, würden auch annehmen. Kommen sie auch noch rechtzeitig rein? Ja, alles klar. Sie kämpfen auch hier an unserer Seite. Sehr gut, immerhin. Und dann haben wir ihn ein zweites Mal besiegt. Und werden. Ja. Hier unten können wir nicht belagern. Oder könnten wir diese Armee vielleicht jetzt einzeln schlagen? Das werden wir. Nee, ihr geht da zu Fuß hin. Okay, eine sehr schwierige Situation. Das werden wir ja sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Allzu viel Hoffnung mache ich mir natürlich jetzt nicht. Ich meine, wenn wir diese Armee hier einzeln schlagen könnten, wäre das auf jeden Fall ein Sieg zu unseren Gunsten. Aber ob der sehr viel ändern wird an der letztendlichen Situation, weiß ich nicht. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und ja, es geht weiter. Alles klar, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.